Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniroll B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, ich habe aufs Game wieder das übliche erledigt, wie man im letzten Part gesehen hat. Und ja, wir haben Arendelle abgeschlossen und im letzten Part haben wir Cutscenes geguckt und ein paar Minispiele gemacht. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir gehen ohne direkt Zeit zu verlieren zur nächsten Welt, und zwar die Karibik. Weil Level 34, ne? Schätze und so was alles, das war richtig. Weiß ich nicht. Also nicht. Okay, es war nicht so schwer, aber trotzdem, leicht war es auch nicht. Eigentlich war es gar nicht so schwer, wenn ich so darüber nachdenke, aber was soll's. Karibik, lass da hingehen. Freue ich mich schon. So. Nein. Aufbrechen. Und wir müssen mal ein paar mehr Sachen hier finden im Sternenmeer. Ich glaube, mir fehlen noch hier so zwei Schatzdinger und ein paar Kristalle, würde ich auch gern kaputt hauen, und Konstellationen. Also ja. Vom Eisplaneten hin zum Wasserplaneten. Mehr oder weniger. Gott. Habe ich irgendwann an meinen... Oh Gott. Au. Habe ich irgendwann an meinen Gummijetier geändert? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Und da ist die Festung. Da wollen wir nicht noch mal hin. Also wenn ich jetzt hier so rumgeflogen wäre, hätte mich das Ding irgendwie gar nicht angegriffen, oder? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe irgendwie, damit der Schub sich schneller auflädt, was reingenommen. Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar davor irgendwie drin gehabt. Ja, da war ein Kristall, den habe ich gesehen. Keine Sorge. Ja, ich will jetzt mal das hier kaputt hauen. Was habe ich das kaputt? Was ist das denn? Da konnte ich den nicht kaputt hauen. Ah, geht doch kaputt. Vielleicht, wenn man lang genug einfach drauf schießt, geht alle Sachen kaputt. Ich weiß es nicht. Die Dinger immer wieder, oder hui. Da sind auch so Sammeldinger halt, die nur einmal erscheinen, die ich kaputt hauen muss. Was ist das hier? Was ist das? Ach so, so ein Ding. Sah irgendwie so komisch aus von der Seite. Ich kenne ihn nur von vorne. Genauso. Genauso. So, da ist. Ne, boah, ich. Hier sind immer so viel Zeichen, und bis ich erstmal herausfinde, wo ich lang muss, ne, boah. Ist furchtbar, ey, wenn du keine Orientierung hast. Das glaub mal. So. Das Geld drinne, genau. Eine so ein Checkpoint, sag ich mal. Was habe ich immer noch nicht so ein Schatzding gefunden? Das sah jetzt aus, als hätte ein Gesicht irgendwie. Da ist sogar da, wo wir hin müssen. Da ist doch schon mal gut. Sind wir auch schon mal nah dran. Kann sich jetzt an diesen Ort teleportieren. Das ist aber nett. Sollte man alles auf Karte. Kristalle überall. Soll man versuchen, die ein bisschen so ins Visier zu nehmen. Irgendwie ist ja keiner. Dann ist bestimmt irgendwo da drin. Ne? Kann bestimmt hier, oder hier drunter, genau. Aber bestimmt hier irgendwie so rum. Hi. Aus dem Weg. Lass mich mal gucken. War hat jetzt, ist das jetzt wegen Raketen kaputt gegangen, oder war ich einfach so lange da aufgeballert habe? Okay. Ich glaube, ich war ein bisschen zu nah am Mikrofon die ganze Zeit. Entschuldigung. Jetzt haben wir ein paar Dinger hier noch ein. Ich glaube, ich werde irgendwann ganz viele Parts für Gummimissionen hier hochladen, einfach nur, weil es schon so Bock macht. Ja, er hat schon ein paar Parts hier so verdient, habe ich so ein Gefühl. Warte, ich kann da kaputt schießen. Was ist das da? Er sieht übel aus.
Ich will da rein. Da braucht man gar keine stärkere Feuerkraft, man muss einfach nur Geduld haben. Oder was? So. Sieht's nah aus. 1, 2, 3. Und 15? Boah. Irgendwie will ich davon ein Foto machen. Ich habe jetzt da wieder Platz hier vor Fotografieren. Ich habe die ganzen Dinger hier gelöscht, hier die Glücksemblem-Fotos. Die werden einem Dings noch angezeigt im Tagebuch. Ja, das ist auch so ein Ding. Das wir mal. Ja, wir verrecken wahrscheinlich, wenn wir direkt hier reinfliegen, aber was soll's. Ich kann ja gar nicht weiter, aber irgendwie ist doch da so ein Ding. Ja, hallo? Was ist dieses grüne Dingen? Ich suche mal mehr Gründe, hat hier so aufzuzögern irgendwie. Oh, sind voll viel starke Gegner. Komm, nee. Lass mal einfach zur Welt gehen. Mach mal alles. Tu mal alles, wenn wir voller überbonzen Schiff haben. Und tun wir hier alles auseinandernehmen. Nö. Ja, vielleicht machen wir es auch gar nicht, aber vielleicht machen wir es doch. Es macht Bock, also. Es ist nicht so nervig wie in Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2 war auch relativ lustig. Oder habe ich das nie gemacht, aber bei dem Spiel kann man, glaube ich, mal machen, ne? Also ich weiß ja nicht, ob man irgendwas bekommt oder so. Das, ich sehe schon hier Piratenschiffteile. Ich glaube, wir sind fast da. Ja, da ist es doch, mein Gott. Welche Tentakel, ne? Sieht voll bedrohlich aus. Auf geht's, in die Karibik. Voll bedrohlich sieht dieser Planet aus. Oder Welt halt, ne? Ich hab nie gedacht, diese Strände jemals wieder zu sehen. Jetzt fühlt sich beinahe so an, als wäre mich... Wollte mich jemand hier haben. Ja, wer wohl, ne? Aqua. Aqua. Aquan. Was? Gut. Ich glaube, wir sollten uns mal so festlegen. So 10 Minuten Gummischiff. Und dann den Rest machen wir die Welt. Von Eis zu Wasser gewechselt. Das ist auch wieder eine bekannte Welt, merke ich gerade. Das ist die zweite bekannte Welt, glaube ich, ne? Ne, dritte, glaube ich. Was war jetzt? Was war die dritte Mal? Herkules Welt. Dann, also nicht. Twilight Town, mein Gott. Und 100 Morgen, weil also die vierte bekannte Welt jetzt schon. So, wahrscheinlich die Szene aus dem Trailer, ja. Wow. Grafiken haben verspielt geladen. Why are you so happy? 'Cause we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. How could anyone not? Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Do you have any idea where we're going? Where else? The edge of the world! Captain Sora! Es ist so eine Ähnlichkeit und noch viel weiter. Warte, falsch Welt. What ails you, Mr. Goofy? The edge of the world! Aye!
We're running out of sea, sir. Aye, we're running out of sea. Geht uns echt das Meer aus? Running out? Tolle Idioten, wir werden alle sterben. Was bedeutet das? Obwohl Donald müsste es ja eigentlich wissen, ist ja keine Ahnung. Er hat immer Matrosenklamotten an, also ich nehme an, er hat ein bisschen Ahnung von der See. Weiß er nicht. Die Karibik. Sie haben auf Fluch der Karibik. Ich habe nur den ersten Film gesehen, also da ist auch schon lange her. Jemand hat passiert irgendwie auf den zweiten oder dritten oder irgendeinen Film, nehme ich an, ne? Also ja, weiß nicht, was auf mich zukommt. Captain Jack Sparrow kommt ja vor, das weiß ich. Und alleine Blumen. Wie ist denn das passiert? What? We end up this time? Vor allem, wir sind wir mitten irgendwo in der Wüste gelandet. Ist das Meer ausgetrocknet oder wie? We've been walking forever. I'm exhausted. Some pirates. We won't get anywhere without a ship. Hm? Das ist ein Schiff. A ship. This is dry land. Oh boy. It is a ship. Das ist im Film auch so passiert. What? Hey, Sora. Huh? What? Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Sure is. Hey, Jack, where are we? Oh. Blight, ship absconding. Huh? Help me catch the pearl before she gets away. Aye, aye, Captain. Sieht ehrlich gesagt aus wie ein Captain. Okay. Erstmal gucken, habe ich wieder Dings eingestellt. Ja. Also abgestellt, meine ich. So, wir haben Captain Jack Sparrow in unserem Team. Guter Sprung. Jack, hier heißt der Jack. Gegen Nummer 2 ist er noch Sparrow. Weil es halt zwei Jacks gab. Alter. 56? Ja, okay. Karibik, ne? Piraten. Ich nehme mal an. Würde irgendwie Sinn machen, wenn irgendwie eine Piratenwelt hier, ach, der hat nur eine Potion, viele Schätze hat. Weiß man nicht, da lang gehe. Guck mal da lang. Okay. Dann gehen wir einfach. Ich habe noch gar nicht die neue Waffe, glaube ich, ausgerüstet, oder? Doch, habe ich schon ausgerüstet. Ich habe sie bis jetzt noch nicht eingesetzt, weil das will ich mir immer aufsparen. Rennt, rennt. Da kommt bestimmt noch irgendwas zwischen, ne? Fängt schon mal cool an, die Welt. Wir müssen ein Schiff hinterher rennen. Ich gehe ja schon so schnell, ich kann, Donald, verdammt. Geh aus dem Bildschirm.
Wie könnt ihr so schnell rennen wie ich? Ich bin zweimal gerollt. Ah Gott. Kommt her. Ah, ich habe ja alles mal genau. Schießen die auf uns? Hey. Gut gemacht, Goofy. Ist auch gut, Donald, Mann. Aha. Es ist mir gerade mein Ding ausgegangen. Oh Gott, bin ich tot. Sagen, die sind Sturmkeilen, okay. Aha, ich habe wieder so Dinger. Die andere tot, nein, egal. Ich habe keine Zeit, ich habe zu viel rumgearbeitet am Anfang. Komm jetzt teuer zu stehen. Oh, lauf doch, während du dich heilst. Sie sind kommen? Ich glaube, die sind kommen. Nein. okay. Wenn du Eis wächst und entlang der Reihe auf sie rutscht. Oh, okay. Aber ich nicht die ersten Minuten da weggerannt, ne? Dann hat man auch genug Zeit. Ich muss das ja machen. Okay, diesmal echt. Hier, komm. Alter, ist er voll, da hat er voll gebracht, ey. Verdammt, das war gut. Dankeschön. Hier. Oh nein. Deaktiviert hat, also ich tue nicht mal nach vorne schießen, dann boah. Er ist voll broken. Du mal deaktivieren, danke. Ja, ich irgendwie gar nicht gedacht, ey. Aber jetzt habe ich genug Zeit. Oh. Oh, cool. Mantenstaub. Oh, einer solcher Attacken. Au. Das macht noch Mausschaden. Okay, 34 Level, ne? Level 34 war ja empfohlen, glaube ich. Ich habe keine Zeit für euch. Ich bin mir ein bisschen zu knapp hier. Ich soll mich eigentlich heilen, nicht angreifen, verdammt. Müssen wir auf das Ding rauf? Ich dachte, wenn wir mal schon wieder hier. Warum nicht?
Faith her. Oh Gott, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Wenn der Wesen so tun, als würde ich euch angreifen. Komm her. Gut. Alter, kriegen wir Schaden hier. Wo ist das? Oh, sehr gut. Ohrenstritt. Aber ich glaube schon. Okay, aufs Schiff. Und irgendwie auf Muscheln irgendwie reitet oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich nehme an, das kam im Film vor, ne? Da ist der Depp. Ich bezweifle, dass es seine Originalstimme ist, der hier bekommt. Der lässt sich doch nicht darauf herab, irgendwie für Kingdom Hearts die Stimme bereitzustellen, ne? Hey, da sind einige Charaktere, die ich kenne und einige, die ich überhaupt nicht kenne. Kommt in diesem Spiel diese eine Szene vor, wo der von diesen hunderten Typen da verfolgt wird, diese legendäre Szene. Das ist doch nämlich mal aus dem zweiten oder dritten Film irgendwie so, ne? Jack, Mr. Gibbs! Hi, Captain. I thought so. I expect you're able to account for your actions then. Sir? There's been a perpetual and virulent lack of discipline upon my vessel. Why? Sir, you're in Davy Jones' locker, Captain. Davy Jones' locker? I know that. I know where I am. And don't think I don't. I'm in Davy Jones' locker. Assuredly. Oh, Jack Sparrow. Barbossa! Oh, oh, here's that. Hector! It's been too long, hasn't it? Aye, Isla de Muerta, remember? You shot me. No, I didn't. Sora, we meet again. Anscheinend nicht, ja. Aber die beiden kamen auch. Will, die auch Piraten? Elizabeth, is something about you different? Yeah, you look all swashbuckly. Well, I've seen some adventures, but I never thought I'd find you here. Speaking of, where exactly is here? What's all this about a locker? Davy Jones' locker. Jack neglected to repay a certain debt to Jones. So Jones sent the Kraken to devour Jack, and that's how he ended up here. Then Davy Jones' locker, you're saying that we've gone beyond the grave? And we're here to wrest Jack from his fate. Teodulma, out and about, eh? You add an agreeable sense of the macabre to any delirium. He thinks we're a hallucination. Complete with these three masqueraders. Jack, this is real. We're here. We've come to rescue you. Huh? Have you now? That's very kind of you. But it would seem that as I possess a ship and you don't, you're the ones in need of rescuing. And I'm not sure as I'm in the mood. Jack!
Cutler Beckett has the heart of Davy Jones. He controls the Flying Dutchman. He's taking over the seas. And he must be stopped. The Brethren Court is called. Leave you people alone for just a minute and look what happens. Everything's gone to pot. Hmm? I'm lost. What's going on? Well, sounds to me like this Beckett fellow they mentioned is trying to... Goofy hat schon wieder einen totalen Überblick. Deswegen ist er das Genie in unserer Truppe. Yeah, no conquerors. Listen, Jack. The world needs your back something fierce. And you need a crew. Why should I sail with any of you? Four of you have tried to annihilate me. Jack, we're on your side. So you are, mates. I never could have caught the pearl without you. Sora, Donald, Goofy, you're hired. Yes. Now, as for the rest of you... Bloody freaks. Teodoma, you're in. Gibbs, you can come. Hey, weigh anchor, all hands. Prepare to make sail. Jack. Which way you going, Jack? Warum ist er hier? Und dann irgendwie erklären? Nee, ne? Right then, Mr. Sora, the helm is yours, provided you pass muster. Huh? See that island there with the two peaks? Prove you can reach that, and the open sea is yours. Oh, aye aye. Okay, setz die Segel und erlebe Abenteuer auf den Weiten des Meeres. Schiffsteuerung beschleunigen, langsamer werden, Kurs ändern, Kamera bewegen, Kanonen abfeuern, Perspektive wechseln. Jack said to head for the island straight in front of us. Das ist cool. Davon habe ich irgendwie was im Trailer gesehen, aber sehr schön. Schiff aus dem Nichts. Jemand? Die so ranken. Manchmal auf der Grüne zielen, ja. Okay, da ist awesome. Was ist das Wasser? Ein Teamangriffsbuch ist gut. Okay, da wird mir auf jeden Fall Bock machen. So, we do have a destination, right? Oh, I can't tell anymore. Jack, it's just making it up. Cast your fate with Jack Sparrow, and you'll soon be sharing in the wrath of Davy Jones. The guy Will mentioned? Who does he think he is, anyway? And what did Jack ever do to him? Truly, you don't know who Davy Jones be, and you say you be men of the sea. Let's put it this way. We're from another sea. Aye, now. Jack and Davy Jones' fate be intertwined. Jones, him raise Jack's precious pearl from the depths and make Jack captain for 13 years. In exchange, Jack promised to give Jones him soul as payment. 13 years pass, and Jack failed to return. So Jones, him send the Kraken to devour Jack, taking him and the pearl back. Wo ist denn der Kraken dann? Ja, alles da verschluckt hat. If
Jones learned that witty Jack cheat that fate. Him gonna punish Jack even worse. And Jack's friends too. Are you talking about us? You mean that the Kraken's gonna eat us? Let the Kraken have a crack. I ain't scared. Not scared at all. That be rare. Most men, dim run for land at the mention of the Kraken. Not you. But Jack be scared. He want to be free of his debt to Davy Jones. That's why him need the box. Box? Oh, it be a chest where Davy Jones lock away the part of him that hurt. The pain it caused him was too much to live with, but not enough. Hey, da meine ich aber die gleiche Box, über die wir reden, ne? Also Truhe. And what part of him is that? Herz. Okay. Bin ich gut, hat einige von den Welten so richtig mit dem. How does he do it? What? A creature absent a heart, and yet somehow able to keep existing. Not even my finest replica can claim that achievement. The secret must be in that box. I have to know what mysteries it contains. I believe our orders were to find the box and seize it. No more. Put a leash on that runaway curiosity. Always so short-sighted. Why would the organization seek me out just as soon as I was recompleted? If not to affirm my intellectual prowess and invest in my research. Every stride I make is a stride for all of us. Oh, really? And what exactly are we striding towards? Luxord, do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd. But to be clear, I serve the organization. I don't share your need to please Xemnas. He's good at wrapping you around his little finger. Always has been. All I desire is the freedom to continue my research. Ansem the Wise refused to nurture my talents, so I cast my lot with Xemnas. With Xehanort, rather. Simple as that. I see. And you don't care how he uses your research? Not in the slightest. All that concerns me is that I complete the perfect human vessel. That's all well and good, but I know this world better than you. Kindly stay out of the way. Oh, of course. Considering those pests have shown up, I'd hardly get anything done. I already know what to do with the pests. Then you can resume your stuffy studies. That's my boy. I'll be watching from the shadows then. Für neue Servermitglied ist er ganz schön selbstsicher. Und das mit dem perfekten menschlichen Gülle würde ich auch irgendwie abschreiben, weil das hat sie mehr oder weniger umgebracht, als er Replika Rico erschaffen hat. Also ja, vielleicht sollte man seinen Träumen folgen, aber nicht so weit. Und was ist hier los? What? Wie ist das schon wieder passiert? Thanks, Jack. You could have warned us.
Yeah, everything went topsy-turvy and upsy-downsy. Well, at least we're back in the land of the living. Thank goodness. Never fear. All according to plan. But that be no reason to rest easy. Huh? A ship! I've never seen one like that. Ja. Herzlos. Heartless. Ich sag es noch. Sie weiß doch irgendwie, was das von einer anderen Welt sind, oder? Ja, aus wie so eine Schamanin oder irgendwie sowas. Sie weiß bestimmt irgendwie was. Don't impugn me, Honor. Why would I conspire with them? But you did conspire with them. Could you discuss it later? Huh? What? Get ready! I sure do wish we could get a little closer. What? What idea? We can't do that. Vielleicht. We can. Follow. Donald and Goofy, protect the ship. I'll handle the Heartless. Ich bin der Eltier. Ich muss da alles machen. Komm mal her, du Luftgefecht. Besiege den riesigen Fliegenerz und beschütze die Black Pearl. Zu lenken und zu feuern. Kreis im Luftschwung gefahren, ausweichen und eine Geschwindigkeit. Wenn abgeschüttelt wird, kannst du Windschritte nutzen oder entlang der farbigen Rauchspuren wieder zurück auf die Rücken fliegen. Aber Herz gelangen, alles klar. Okay, da ist cool. Wie ein Gummischiff Kampf, nur halt mit Herzlogen und nicht im Weltall. Die Musik ist das King Nummer 2 übrigens. Haben die schon mal in diesem Spiel vor? Der Top jetzt kann ich auch. Naja, ich muss sowieso einmal wahrscheinlich absteigen. Oh Gott, weil ich mich heilen muss. So, nächster. Oh, geh mir aus dem Weg. Ich versuch's doch. Er tut halt nicht so schnell verrecken. Ich wollte aus dem Weg. Ey. Ich will auf die Black Pearl zurück. Muss ich erstmal heilen. So. Kann ich nicht auf den hoch? Na, komm mal her. Ich will hier irgendwie Einzelteile kaputt machen, so wie ein Anker oder so. Ja, ich habe einfach nur Dreieck gesehen, also. Das ist genau wie der Kampf gegen diesen einen Erz, das King Mark 2. Hi. Eine Box aus Land der Drachen, hätte auch so ein Ding. Die Dinger am Rücken. Oh Gott.
Wie er sich einfach zerstören lässt. Ey. Oh Gott. Ich drehe mich einfach nur und das reicht. Sehr gut. Oh, nächster. Ja, jetzt tust du so Bomben abfeuern, ist klar. Aber ich bin noch in der Nähe des Schiffs, hallo. Was ist das? Oh, nächster. Mal kurz sagen, damit aufsteigen. Alles ist okay. Alles ist cool, Mann. Man kann ja auch erledigen für grüne Dinger hier. Out. Au, hallo, hör auf damit. Wieder auf deinen Rücken kommen. Hey, machen aber auch Schaden, ne? Ja, ich gebe mir noch Mühe machen, Goofy. Ganz locker bleiben. Komm mal her. Warte, dich krieg ich. Hi. Hey. Wenn sie so jemand nicht aus von dem Vieh. Au. Und in die Fresse. Luftgrätsche. Ich glaube ich auch schon. Egal, stapelbar, glaube ich. Habe ich mich auch irgendwie gewundert. Ich habe gar nicht Luftgleiter bekommen. Das Schiff wurde versenkt. So nah, oh Gott. Donald? Goofy? Where are the others? After you fell, we came looking for you. I guess they must have kept going. That's the lesson. Oh. And I was so happy that we got to see them again. That's eager to sail under Captain Jack Sparrow. Huh? Jack! Okay. Oh, was ist das denn für ein Schiff? Perhaps you'll consider an arrangement. One which requires nothing from you but information. Regarding the Brethren Court, no doubt. In exchange for fair compensation, square my debt with Giants. Guarantee my freedom. Of course. It's just good business. Were I in a divulgatory mood, what then might I divulge? Everything.
Where are they meeting? What are their plans? Ja, der ist bestimmt gut. Der hat bestimmt so den Helden gerne. Ich hab den schon mal gesehen. Ich glaube, der kam auch im ersten Film vor, oder? Shall we? Shall we what? Some pirate won't get anywhere without a ship. So, let's go get one. Oh, yes. Wir brauchen uns einen Floß, oder? Sora and Jack sure are cut from the same cloth. Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish for be yours. Free her? How? Sora! What's wrong? Huh? Oh, nothing really. I'm good. Okay. Unterwasserkundung. Wasch im Meer ist tiefer. Wir können ja echt alles machen in dieser Welt. Tauchen, auftauchen. Jetzt machen wir uns die Karte. Hier ist die Karte drin, ne? Ja, ich wusste es. Da sehe ich Speicherpunkt und so. Genau gesagt hier. So, was habe ich denn wieder alles hier gefunden? Angriffsplus. Oh, wir haben alles hier. Cool. Ja, wir können ja nichts hoch leveln. Oh, nichts Neues, okay. Nirvana. Und die haben nicht so coole Effekte wie bei dir jetzt. Okay, wir haben einige neue Sachen. Ja, Revanche tritt. Um entfernte Gegner anzugreifen. So, und wir haben immer noch nicht Luftgrätsche. Jetzt habe ich schon drei Stück davon. Kann ich noch weiter, glaube ich, ne? Häufiger mit dem Teamkommandos auslösen kannst. Okay. Du hast nichts. So, hast du es war's, Lord. Perfekt, warte. Dann gebe ich dir einfach mal hier was Neues und dann kannst du da bestimmt ausrüsten, ne? Was gibt denn hier noch viel Magie? Das hier? Esprit, ne? Ja. Ich glaube, er hat nicht genug bekommen dadurch, ne? Doch. Sehen, er kann immer noch. Kann er noch mal lernen, wenn er will. Soll ich den Party beenden? Ja, ich glaube schon, ne? 50 Minuten. Muss irgendwas sein. Nein. Ja, draußen schwimmen gehen. Was? Bleiben auf der Insel. Hör ich gleich nur. Dann haben wir hier irgendwo Dingens. Okay, ich glaube, wir tun doch. Ich glaube, wir tun uns schneller bewegen, ne? Ja, gut, machen wir hier. Machen wir hier Schluss. Aber vorher gucken wir hier noch mal. Was haben wir denn hier noch? Machen wir ein paar Spiele noch. Ne, das hier hatten wir noch nicht. Verrückte Olympiade. Manchmal haben wir da schon gespielt, oder?
Oder eigentlich nicht. On your mark. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Der ist in Führung. Es wird so schnell. Wie soll ich denn das gleichzeitig machen und dann... Ich brauche schon beide Finger irgendwie... Okay, vielleicht so. Muss wahrscheinlich von jedem Ding einmal gewinnen, ne? Oh mein Gott. Komm schon. Das ist so schwer, ey. Ich will jetzt mit dem Zeige- und Mittelfinger meiner rechten Hand das machen. Boah, ey. Was ist das denn? Oh. Komm schon. Tun wir eben so spät wie möglich. Oh, oh, das ist kacke. Oh, und ich muss das mit jedem ja einmal schaffen, bestimmt, ne? Oh, ich sage, wir beenden den Part hier. Diese Frustration hier und noch weiter in der nächsten Folge. In der Karibik. Alles klar. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge. Liked, abonniert und kommentiert. Bitte. Ciao.